Ich hab geschossen! Ist mir klar! Das erste Werkzeug im Kasten! Oh, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht! Oha! Hey, Kleiner! Wow, das ist schon klar! Bist du tot, Quill? Wir hören dein Mädchen mit dem reichen Barone-Pump! Ich hab zu tun! Oh! Das ist Betrug! Das hättet ihr sehen müssen. Es war so ein komisches Blob-Ding. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Yo, Quill! Bist du in Ordnung? Na, bestens! Ein ekliges Augenblick weniger! Fantastisch. Alles okay da drüben? Cool, wurde okay. Outfits. Na, ah, ist noch nichts. Ich hab noch keine Fähigkeitspunkte. Oder so, hättest du ihn kreischen hören sollen. Du musst mit Würde kämpfen, Peter Quill. Oder wenigstens damit sterben. Nicht lustig. Wo ist das gute Teil jetzt abgestürzt? Wie viel hast du vom Krieg gesehen, Rocket? Nur das, was passiert ist, während ich andere Jobs gemacht habe. Das Gute am Krieg ist, dass dich niemand groß beachtet. Ich und Groot konnten praktisch machen, was wir wollen. Ein Kriegsgewinnler. Ich habe das Beste aus einer schlechten Situation gemacht. Okay, und wo geht's jetzt weiter? Wenn sie am falschen Ort stehen. Keine Sorge, Drax hat Notizen gemacht. Ziemlich ausführliche. Hallo. Geht so. Ich bin gut. Schätze mal, die Basiskomponenten sind unsere Besen. Ich bin gut. Nicht so bescheiden, das war ein großer Fund. Quill, wir haben viel auf den Geheimnismonster-Tipp deiner Freundin gesetzt. Hoffentlich hat sie auch recht. Ich bin gut. Als ob du wüsstest, was ein ehrliches Gesicht ist. Ich bin gut. Ja, sie roch ganz schön nach Blumen. Vertraut dem Plan, Leute. Bis jetzt hat alles gestimmt, sogar das mit dem Bergbauschiff. Wir haben die Klopfer korrekt aufgestellt und wir werden das Monster fangen. Ah, Quill weiß nämlich genau, wie man sich Monster angelt. Heilige Mistmutter! Wetter! Oh. Soll das ein Witz sein? Okay, wir haben es überlebt. Bist du okay, Groot? Alles gut, aber springen geht nicht. Du musst nicht springen. Auf dieser Seite ist ein stabiler Stützträger. Groot soll eine Brücke wachsen lassen. Frag ihn einfach nett. Für mich macht er das ständig. Visiere mit Maustelangpunkt und Punkt. Wächtermodus. Okay, Groot, dann machen wir das coole Ding mit dem. Ich bin Groot! Das ist mal echt ein starker Partytrick, großer. Ich bin Groot.
Eklig, noch mehr Schiffsfresser. Ach, sie sind überall. Das ist kein Update. Okay, zurück Upgrade zum Geschäft. Gefahr. Boom, genau okay, vor deiner Nase, Quill. Ach, shit. So viel Feuerkraft. Und jetzt ist alles Schrott. Ich bin Groot. Ja, tut mir leid, Kumpel. Was tut dir leid? Groots Volk hatte nie eine Chance zu kämpfen. Wir müssen da entlang. Über die Spalte. Irgendwie. Na dann gut. Ich bin Groot. Natürlich sind wir auf dem richtigen Weg. Groot, da ist ein Haken. Kommst du da ran? Ich bin Groot. Hey, Grünis, wenn ihr da draußen blaue und goldene Schiffe seht, sagt uns Bescheid. Da sind viele solcher Schiffe. Er meinte aktive. Was machen wir eigentlich, wenn wir auf eine Nova-Corps-Patrouille stoßen? Ach, wir halten sie auf, bis wir hier fertig sind. Schlechte Idee. Die sind alle über ihre blöden Helme verbunden. Wenn sie uns sichten, müssen sie nur die Barriere schließen. Dann sitzen wir auf diesem Friedhof fest. Würden die das wirklich tun? Uns hier verrotten lassen? Das verstößt bestimmt gegen den Nova-Code oder so. Tja, wer würde je davon erfahren? Ich weiß das. Ich bin Groot. Sehe ich besorgt aus? Das Harz wird halten. Ich bin Groot. So schwer bist du nicht. Dieses Zeug hält Chitauri-Schlachtschiffe in Position. Alles wird gut. Okay, es geht weiter. Okay, stell ihn genau da auf. Ich bin Groot. Yep, einer noch. Flak! Nein! Nein! Flak, Misthaufen! Ich bin Groot. Der verflakte Akku ist durchgeschmort. Das ist los. Du hast ihn wohl zu hart hingedonnert. Lasst uns einfach eine Lösung finden. Die Lösung ist ein neuer Akku. Mit Saft drauf. Okay. Wir sind auf einem Schiffswrack. Voller Schiffszeug. Und natürlich die schlimmste Geschmacksrichtung. Schmeckt wie billigstes Katzenfutter. Und mach die Zähne ölig. Quill, komm schon, Mann. Lass mal so liegen. Gibt's Wetten, wie dieses Monster wohl aussehen wird? Ich bin Groot. Wie viele Beine? Also mehr als vier? Es wird majestätisch sein. Und wie sieht sowas aus? Ach, wie ist es? Tja. Was muss ich tun, um so einen Nachnamen wie Drax zu kriegen? Katatiana brauchen keine Nachnamen. Und was ist mit der Zerstörer? Das bezeichnet meine unzähligen Kills während einer schändlichen Phase ungezügelten Zorns. Ja, genau sowas. Ich könnte Rocket der Rücksichtslose sein. Denn Rücksicht hatte ich mit ziemlicher Sicherheit noch nie. Alter. Können wir hier hoch? Ich bin Groot. Natürlich gibt es hier keine Pflanzen. Es ist ein Schrottplatz. Ich bin Groot. Pflanzen wachsen da, wo es Nährstoffe gibt. Aber hier gibt's nur Schrott und Nanoharz. Und nein, der Schleim zählt nicht als Nährstoff. Also, Drax, warum bist du so verliebt in diese Hellbender-Lady? Ich liebe Lady Hellbender nicht. Ha, müsstest du jetzt nicht sagen, ihr Name ist unlogisch. In der Hölle gibt's gar keine Bands. Das klingt überhaupt nicht wie ich. Ah, hier. Rocket, hast du einen Plan, wo wir das Monster unterbringen, sobald wir es haben? Ja,
Ja, ich dachte, es kriegt deine Kabine. Unordnung kann es dort ja nicht machen. Im Gegensatz zu deiner Kabine, die aussieht, als hätte darin bereits ein Monster gehaust. Hey, ich hab ein System. Alles ist dort, wo es sein soll. Okay, und wie kommen wir jetzt da hoch? Gamora, wann wirst du deine Kontakte und Quellen mit uns teilen? Wann teilst du deine? Was? Du kennst alle meine Leute. Nur, dass du einen hast, der Bumm macht, einen, der Gesichter wiederherstellt, einen, der niemals Nein sagt. Oh, ich liebe diesen Typen. Und hey, ich kann mir nun mal keine Namen merken, aber mit Gesichtern bin ich gut. Außer mein Gesichtsmann kriegt sie zuerst in die Finger. Ja. Woher wissen wir, dass unser gesuchtes Monster nicht eins von denen ist, die wir schon erlegt haben? Wenn es Lady Hellbender Sammlung würdig ist, lässt es sich nicht so leicht erliegen. Hoffentlich erkennen wir es, wenn wir es sehen und nicht erst, wenn es tot ist. Was soll ich hier tun? Und einen Tipp spielen. Peter Quill, die Doppelagentin will mir ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln. Klar, und sobald du unvorsichtig bist, schlage ich zu. Aha, du gibst es also zu. Aufgeflogen, meine Pläne durchkreuzt. Irgendwas mit zum Tun. Verstehe nicht. Ich würde sagen, hier hoch, aber sieht gar nicht so aus. Wahrscheinlich haben Nova Centauri uns den ganzen Schrott an einen Ort geschleppt. Klar ist das nicht ihre Hauptaufgabe, aber Nova war nach dem Krieg ziemlich verstreut. Wenigstens hing sie mir so nicht am Schweif. Tja. Ich guck mal kurz nach. Wenn man absolut nicht weiterkommt. Ja, da komme ich nicht hoch. Schon versucht. Scheint so, jetzt müssen wir hier hoch, aber. Wie soll das dann gehen? Sekunde. Irgendwas übersehe ich hier. Ja.
Okay, so weit sind wir noch nicht. Spoiler ich mich doch nur. Ganz am Anfang sind wir noch. Erstmal die Stelle finden. Ungefähr hier sind wir. Ach, bin ich zu blöd, oder? Irgendwas verstehe ich hier nicht. Hier ist das Ding, was nicht funktioniert. Okay, das ist bei uns nicht passiert. Das Spiel verbackt da was. Ich lag mal null. In dem Volksschuh, den ich gerade gucke. Okay. Das ging erschienen. Okay, stell ihn genau da auf. Ich bin gut. Yep, einer noch. Lock! Nein! Nein! Lock, Mist, auf! Das Lager Akku ist durchgeschmort. Das ist los. Du hast ihn wohl zu hart hingedonnert. Lasst uns einfach eine Lösung finden. Die Lösung ist ein neuer Akku. Mit Saft drauf. Okay. Wir sind auf einem Schiffswrack. Voller Schiffszeug. Es muss hier was geben, mit dem man dieses Schiffszeug zum Laufen bringt, oder? Ja. Also eine Gegner gibt's nicht. Vielleicht solltest du dafür deinen Visor benutzen. Such doch einfach mal irgendeinen Ersatz. Ich reiße die verschmorten Kabel raus. Aha, du gefaulen Visor aktivieren. So viel dazu. Hey, ein großer Stromgenerator. Wie schließen wir ihn an? Gar nicht. Das Ding würde unseren kleinen Klopfer rösten. Können wir die Energie nicht durch einen Umlenktrichter verdichten? Denk dir bitte keine Tag aus. Das irritiert mich. Such dir ein neues Hobby. Wissensinitiationsgenerator. Ein Kompressor. Nicht geladen. Nicht geladen, nicht gut. Okay, Batterien finden. Ich bin Groot. Wahrscheinlich haben Nova Centauri uns den ganzen Schrott an einen Ort geschleppt. Ich bin Groot. Klar ist das nicht ihre Hauptaufgabe, aber Nova war nach dem Krieg ziemlich verstreut. Wenigstens hing sie mir so nicht am Schweif. Auf kleine Batterie.
Tote Batterie. Ich habe hier eine Sauerstoffpumpe. Nicht gut. Die kriegt ihre Energie direkt aus dem Schiff. Klar. Genau. Habe ich gewusst. Gamora, wann wirst du deine Kontakte und Quellen mit uns teilen? Wann teilst du deine? Tja, tief. Warum nicht? Ich bin Groot. Natürlich sind wir auf dem richtigen Weg. Behalte einfach das Bergbauschiff im Auge. Da wollen wir ja schließlich hin. Was macht überhaupt ein Bergbauschiff mitten unter all diesen Jägern? Ach, man spricht eben nicht umsonst von Kriegsverlusten. Hier ist was mit einer Ladung. Sieht aus wie eine Weltraum-Autobatterie. Lukoid oder Xenonzelle? Okay, das Ding versetzt mir aber keinen Stromstoß, oder? Die Chance ist bestenfalls minimal. Alles wird gut. Okay, wohin damit? Bitte sehr. Bestens geeignet. Nur ein paar Handgriffe. Ich muss erst wissen, wie viel Saft dieses Ding ausspuckt. Gib mir mal einen Moment Deckung. Deckung wovor? Davor. Rocket, hilf mir mal Ungeziefer zu zerlegen! Nein, Mist! Wenn ich das nicht schnell neu vertrage, gibt's einen Kurzschluss. Dann hängt's jetzt an uns, Groot. Verflagte Monsterdinger, alle bereit machen! So geht's auch. Groot, der letzte Flora-Koloss. Groot ist ein unermüdlicher Verteidiger, der enorm viel Schaden einstecken kann. Sein Schwerpunkt liegt in der Massenkontrolle. Seine Basisfähigkeit Umschlingen macht Gegner in einem kleinen Bereich kurzfristig lebensfähig. Ah, okay. Zeit, um anzugreifen. Komm schon, du Schrottklumpen! Wir töten nur kleine Geschenke! Oh oh. Gut. Ich komme wirklich aus dem Holzzeug. Ich bin keinen hölzernen Strukturen begegnet. Oh, verdammt! Danke für die Hilfe, Kumpel. Gut. Ich hasse Käfer. Aber lustig, wenn's knallt. Halten diese Dinge einfach von mir fern. Vorsicht, Rocket. Einige dieser Dinger sind größer als du. Du hast leicht reden. Du hast den spitzen Stock. Ach du Scheiße. Wenn ich das Ding nicht repariere, kommt immer Dolle. Mach's gut, Kleiner! Halt dich von der Rakete fest, Groot! Mein Gott, nicht gleich für die Luft! Alles angeklappt. Wow, gerade rechtzeitig. Nächstes Mal kannst du's ja reparieren. Komm schon. Aha. Tutorials. Zwei erledigt, bleiben noch zwei. Ich bin Groot. Außer diesem Gang sehe ich keinen anderen Weg aus dem Raketenschacht, Kumpel. Quill, hier geht's raus. Ich bin Groot. Groot fragt sich, ob die Belohnung für diesen Job wirklich die ganze Mühe wert sein wird. Mich und Groot bringt fast nichts um. Aber was ist, wenn der Rest von euch es nicht lebend schafft? Wenn wir beide das Monster bis zu Leute. Wenn wir Lady Hellbender das Monster bringen, steigt unser Marktwert. Und wir kriegen bessere Jobs. Ein Schiff für jeden von uns. Naja, ein Team braucht nur ein Schiff. Vielleicht ein geräumigeres Schiff. Was? Nein! Ich liebe mein Baby! Wir können es umbauen. Ich hätte gern eine Geschützkuppel. Wir denken darüber nach. Ich bin Groot. Groot will eine Pflanze. Groot, Kumpel. Du bekommst zwei Pflanzen.
Mann, das Großes Ding Gesicht. Ist ja Wahnsinn! War das ein Schiff oder ein Roboter? Das ist eine Kree-Wache. Ein Roboter, aber weltraumtauglich. Ich bin. Es gab sogar noch größere. Sie hatten mindestens 5 Experimentalmodelle von doppelter Größe. Beeindruckend. Aber es hätte keine Chance gegen mich. Ein schneller, sexy Speer der M-Klasse wäre mir jederzeit lieber. Ich mag diese süße Ravager-Piraten-Tech. Ideal für schnelle Überfälle. Und sie ist verdammt schnell. Schießen kann sie auch. Mehr Feuerkraft kann nie schaden, Quill. Diese Wache hat wahrscheinlich ganze Flotten bekämpft. Diese alte Kree-Tech bringt mich ins Grübeln. Wo wäre ich heute, wenn diese blauen Mistärsche ihre Halbweltexperimente an mir abgeschlossen hätten? Ich bin Groot. Ja, dann würdest du jetzt wahrscheinlich über meine Überreste laufen. Ich war für die irren Kree-Wissenschaftler nicht mal eine Person, sondern nur eine kluge Knarre auf 2 Beinen. Eine sehr geschwätzige Knarre. Ja, aber das war ein Unfall. Sie wollten es ein paar Mal reparieren. Gut. Ich bin gut. Oh, die ganze Anlage war das Problem. Ich hätte vor Kriegsende zurückgehen und alles in die Luft jagen sollen. Es gibt einen Roboter weiter. Wir sind in einem riesigen Roboterkopf. Und ich habe Roboterteile in meinem Kopf. Hast du deine riesigen Roboterteile in deinem Kopf? Ihr seid jetzt Rocket Punkte! 1:7. Scheiß Dreck. Was soll ich mit den Units machen, die ich von Quill gewinnen werde? Ich meine, wenn er Geld kriegt und es mir dann gibt. Da ist ein Rocket Punkte erneut! Ich bin so scheiße. Ich wüsste, was ich mit dem Geld machen würde. Ich würde es für unseren nächsten Besuch auf Contraxia aufsparen und mir eine Xeron-Masse gönnen. Träum weiter! Also, wenn ich Quill dann besiegt habe, hole ich mir ein paar rotierende Hyperschaltkreise. Buh! Niemand weiß, was das ist. Ich muss mal ein bisschen aufholen hier. Stell dir vor, so was Großes kommt auf dich zu. Was meinst du, Greg? Sollen wir bei der Wette einsteigen? Denk an die vielen Hyperschaltkreise. Machst du dich etwa über mich lustig? Ich will gar keine Hyperschaltkreise. Wie läuft die Wette da drüben? Ich wünsche mir, dass endlich einer gewinnt. Vielleicht wird dann das sinnlose Geschatter auf. Mach dein Funkgerät aus, wenn es dir nicht passt. Deinen Befehlen folge ich nicht. Okay, da komme ich nicht hoch. Gratulier ihm nicht! Und nur damit das klar ist, Team Grün ist für die Wette offiziell nicht zugelassen. Wieso? Nun, du hast keine Chance, mich noch einzuholen. Das schafft nicht mal Quill. Guter Punkt, Snager. Genau, du bist schlecht, Star-Typ. Dürfte ich teilnehmen, würde ich meinen Wettgewinn bei einem Abend im Löteco ausgeben. Ist das nicht dieses Nobel-Restaurant auf Vega? Ich kann keine Yaro-Wurzeln mehr. Vielleicht lade ich dich ein, wenn ich gewinne. Ha, der war saftig! Und du, Drax? Was würdest du tun, wenn du Rocket bei seinem eigenen Spiel schlagen würdest? Oh no. Spekulation. Der Nager hat ganz klar sein Desinteresse an einem fairen Wettkampf gezeigt. Genau. Moment. Nein. Es ist bereits ein fairer Wettkampf. Nur nicht mit dir. Ich muss hier noch weiter von den Dingern finden. Oh, oh, scheiße. Nein, wir können den Riesenroboter nicht mitnehmen. Und glaub mir, es schmerzt mich, das zu sagen. Flatsch! Also schön, dann spekuliere ich mal. Oh, ich hab nicht gefragt. Ich würde eine Jagdexpedition auf Magno 4 organisieren. Jetzt geht's los. Und den legendären Finn-Fein-Turm besiegen. Jawohl! Wie auch immer, ich gewinne. Große Überraschung. Ich bin gut. Danke, Kumpel. Okay, da muss der Klopfer hin, Quill. Klopfer aufstellen.
13/14 steht es alles Kruppzeug in der Nähe, oder? Sorry, Quill. Nach dem letzten gehe ich kein Risiko mehr ein. Ich muss ihn kurz testen. Nicht schon wieder. Augen offen halten. Ich habe nur ein- und ausgeschaltet, um zu sehen, ob er startet. Ja, sag das denen.